schöne, bunte Warenwelt. Inbegriff des Wirtschaftswunders. Ob Schlussverkauf oder Sonderangebote, in den Konsumtempeln des Westens bekam man alles. Und das oft schon für kleines Geld. Wo diese Waren herkamen, fragten sich die wenigsten. Zuweilen hörte man gerüchteweise, dass vieles davon aus DDR-Betrieben stamme. Dass manche dieser Produkte sogar aus den Gefängnissen der DDR kamen, wusste kaum jemand. Weitgehend unbeachtet von der breiten Öffentlichkeit florierte der deutsch-deutsche Handel. Die Vorteile für die Westfirmen lagen dabei auf der Hand. In den Betrieben der DDR waren die Löhne niedrig, die Qualität überzeugte. Vom Einkaufsverband bis hin zum Versender gab es eigentlich niemanden, den die DDR nicht beliefert hat. Ganze Kühlwagen voller Schweinehälften gingen in den Westen. Die DDR verschleuderte Lebensmittel zu Spottpreisen. Für mehr als 250 Millionen D-Mark jährlich. Frisches Gemüse beispielsweise ließ sich natürlich nach West-Berlin sehr leicht liefern aus der DDR und wurde auch geliefert. Und ähnliche Produkte, Milch und so weiter und so fort. Und die bestimmten dann eben auch die Struktur des Handels. Bei Kaufhausketten und Versandhäusern standen Textilien ganz oben auf der Wunschliste. Dicht gefolgt von Möbeln. Denn die DDR konnte die übrigen Produzenten auf dem Weltmarkt oft genug unterbieten. Beispiel Quelle, das traditionsreiche Versandhaus aus Fürth. Die Quelle hat also querbeet in der damaligen DDR auch eingekauft. Das ging von Haus- und Heimtextilien über Kinderkonfektion, Damenkonfektion, Herrenkonfektion, aber auch über Möbel und bis hin zu Elektrokleingeräten. Wenn man das addiert, dann liegen wir bei einer Zahl, die so um die 250 Millionen liegt. Beschaffungsvolumen. Beschafft wurde die Ware über Importfirmen, die Exklusivverträge mit der DDR abgeschlossen hatten. Wie etwa die fränkische Möbelfirma RKL. Auch für diese Zwischenhändler war der schwungvolle Handel mit dem Osten eine Goldgrube. Mein bestes Jahr bei RKL war 1986 gewesen. Da habe ich dann einen Rekordumsatz mit über 140 Millionen gemacht. In den 5 Möbelkombinaten der DDR wurde Export großgeschrieben. Während die Ostdeutschen oft genug auf schicke Möbel warten mussten, gingen Regale, Sofas, Matratzen, ja ganze Kücheneinrichtungen in den Westen. Das waren Frankreich, dann Ikea, Schweden, also fast ganz Westeuropa, aber auch bis Italien, bis nach den USA und sehr stark auch in Großbritannien. Aber der Hauptabsatzpartner war natürlich die BRD. Auch der Möbelriese Ikea hatte mal klein angefangen. Als Versandhandel mit Haushaltswaren und zerlegbaren Möbeln. Ein Erfolgskonzept. Anfang der 60er Jahre wollte auch die DDR diesen lukrativen Westkunden gewinnen und nahm Kontakt zu den Schweden auf. Mit der Eröffnung von neuen Einrichtungshäusern stieg natürlich auch der Bedarf bei Ikea. Das ist logisch, nicht? Und wir andererseits waren gezwungen, mehr Devisen zu erwirtschaften und mehr zu exportieren. So passte das gut zusammen, nicht? Auf der einen Seite größere Bedarf, auf der anderen Seite der Wunsch oder das Müssen unsererseits zu exportieren. Jetzt hieß es für die volkseigenen Betriebe, die Produktion auf zerlegbare Möbel umzustellen. Eine Anstrengung, die sich selten für die einzelne Fabrik lohnte, dafür aber für die DDR insgesamt. Es gab in der DDR das Außenhandelsmonopol. Das war ja nicht nur bei Möbeln so, es war auch bei anderen Produkten so. Es ging alles über einen Außenhandelsbetrieb. Nicht? Und deshalb, die Verträge musste eben der Außenhandelsbetrieb abschließen und hat es auch gemacht. Stühle und Sessel, Regale und Sofas.
Bei etlichen Modellen zählte die DDR bald zu den Hauptlieferanten von IKEA. Mit Tischen haben wir begonnen. Da wurden von den Tischdofer zum Beispiel in einem Jahr 70.000 geliefert an IKEA. Oder es gab auch eine Matratze, die nannte sich Kalif. Da haben wir mal 40.000 im Jahr geliefert. Also es war für viele Betriebe dann schon interessant, diese großen Stückzahlen zu produzieren. Überall im Westen IKEA-Möbel aus DDR-Produktion. Gemunkelt wurde immer schon, dass die Schweden ihre Waren billig vom Klassenfeind beziehen. Doch etwas Genaueres wusste niemand, weder im Westen noch im Osten. Die Bestelllisten von IKEA waren mit der Zeit so umfangreich, dass für die Schweden über 60 Betriebe in der DDR arbeiteten. Und die kamen mit der Produktion kaum noch nach, denn nach wie vor herrschte chronischer Arbeitskräftemangel. Gleich nach dem Krieg hatten die Ostdeutschen jedes Schlupfloch genutzt, um die DDR zu verlassen. Und die Übersiedler und Flüchtlinge hinterließen große Lücken in den volkseigenen Betrieben. Mir liegt eine Zahl vor, das sind konkret 4,6 Millionen Bürger, die das Gebiet der damaligen sowjetischen Besatzungszone und späteren DDR verlassen haben. Der größte Teil davon natürlich bis 1961. Dann ging das ja nicht mehr so einfach, weil die Grenzen geschlossen worden sind. Diesen Exodus auch von Arbeitskräften hat nach meinem Erkenntnisstand die DDR bis zu ihrem Ende nicht mehr verkraftet. Das führte zu umfangreichen Überlegungen, wie man diese Arbeitskräfte ersetzen könnte. Und dort kamen fast zwangsläufig die Gefangenen mit ins Spiel. Diese konkreten Aufgaben löste dann innerhalb des Ministeriums des Innern die Verwaltung Strafvollzug, kurz genannt VSV. Dort gab es ständig Zahlen, die tagtäglich aktualisiert worden sind. Was ist an Potenzial vorhanden, was wird wo gebraucht? Und danach ist das einterriert worden. Waldheim in Sachsen. Bis zur Wende produzierte hier der VEB Sitzmöbelwerke auf Hochtouren. Viel Arbeit, zu wenig Leute. Wie gut das gleich nebenan das Gefängnis lag. Wir hatten im Betrieb 2/3 Frauen und 1/3 Männer. Und es waren natürlich auch viele Arbeitsgänge für Männer. Und die waren Mangel. Und da war die Frage an die Anstalt, ist das möglich, dass wir 20, 25 Männer bei uns arbeiten lassen können? Welche Abläufe dann da in der Anstalt gegangen sind zu DDR-Zeit, weiß ich nicht. Irgendwann kam das Signal, geht, ihr müsst das und das vorbereiten, also sprich, die Abteilungen müssen nicht zugänglich sein für alle, sondern nur für die Leute. Und dann müsst ihr die holen und abends wieder hinfahren und das war eigentlich von unserer Seite aus, vom Betrieb, eigentlich alles. Im Durchschnitt waren es 25 bis 30 Häftlinge, die in der Sonderabteilung des VEB Sitzmöbelwerkes nur ein einziges Modell bauten. Wir haben das Modell Clipper nur hergestellt. Das sind in der Regel waren das 900 bis 1000 im Monat, was für IKEA eben war. Mehr haben die nicht gemacht bei uns. Die Häftlinge hatten geregelte Arbeitszeiten, bekamen Mittagessen aus der betriebseigenen Kantine und verdienten sich ein paar Mark extra. Größere Probleme soll es nie gegeben haben. Das ging ja sogar so weit, dass wir ja früher immer viel Sonderschichten gemacht haben, also Sonnabends, um die Planerfüllung zu bringen, die immer nicht gefragt wurde. Und unter anderem wurden dann auch die Gefangenen ganz freiwillig gefragt, kommt ihr am Sonnabend, wer möchte kommen? Und in der Regel war es meistens so, dass die sich fast alle gemeldet haben freiwillig. Wer nicht wollte, hätte nicht kommen wollen. Eine Erfahrung, die nicht alle teilten. Naumburg. Auch hier Betriebe, die Gefangene als Arbeitskräfte nutzten. Wie überall saßen auch in dieser Haftanstalt politische Häftlinge. Im DDR-Durchschnitt waren es ein Viertel aller Insassen, in Naumburg vielleicht etwas mehr. Von 1000 Leuten, die dort gesessen haben, waren höchstens 100 Kriminelle im herkömmlichen Sinne. Der Rest waren alles politische. Republikflucht, Widerstand gegen die Staatsgewalt und öffentliche Herabwürdigung, was es alles da gab.
Ingo Krüger wollte nicht zur Armee und versuchte deshalb über Polen aus der DDR zu fliehen. Das ging schief und er landete in Naumburg. Gearbeitet wurde auch hier für verschiedene Betriebe rund um die Uhr im Dreischichtsystem. Jeder Häftling 8 Stunden am Tag mit einer halben Stunde Pause. Der Betrieb war untergebracht in dem gleichen Gebäude innerhalb des Zuchthauses. Und das war die Firma Mewa Naumburg. Und dort wurden diverse Kleinteile hergestellt, Möbelrollen, Scharniere und so weiter und so fort. Und keiner hatte einen Plan von uns, für was das ist, weil man die auch noch nie irgendwie draußen gesehen hatte. Und später, als ich dann in Hamburg war und meinen ersten IKEA-Besuch hatte, habe ich haargenau die gleichen Rollen gesehen, die unter Bürostühlen festgemacht sind. 1992, bei einem Besuch in Naumburg, filmte Ingo Krüger sein früheres Gefängnis. Die Maschinen verrotteten mittlerweile im Innenhof. Solange er Scharniere und Möbelrollen fertigen musste, hatte er sich gefügt. Doch dann kam er in die Galvanik und sollte mit Säuren und giftigen Chemikalien umgehen. Ich sollte verlegt werden auf ein Arbeitskommando, die mit Galvanisierung zu tun haben. Und ich habe da, ja, als ich da reinkam und die Zustände da gesehen habe und die Arbeitsbedingungen, ja, habe ich gleich zum Wärter gesagt, nee, ich fasse hier nichts an und unter diesen Bedingungen ist nichts für mich. Ich wurde sofort abgeführt, wurde auf ein Bett angekettet mit Handschellen, jeweils an den Händen und Füßen, bekam einen Kombianzug an, nichts weiter, und wurde 3-mal am Tag abgeschlossen. Und ansonsten liegt man quasi 24 Stunden so fest auf dem Bett geschnallt. In der DDR bestand Arbeitspflicht für alle. Dies galt auch im Gefängnis. Die Häftlinge jedoch mit allen Mitteln zur Arbeit zu zwingen, sie wirtschaftlich auszubeuten, widersprach den Konventionen der UN. Diesem internationalen Abkommen ist die DDR wohlweislich nie beigetreten. In dem Strafvollzugsgesetz war die Arbeitspflicht normiert. Und man hat also Verweigerung gegen diese Arbeitspflicht mit all dem, was im Gesetz zu Gebote stand, auch durchgesetzt. Um das an einem praktischen Beispiel zu verdeutlichen, wenn jemand sagte, das mache ich nicht, dann war das eine Arbeitsverweigerung. Wenn er das vor anderen Gefangenen geäußert hatte, die sich dann also auch diesen Arbeitsniederlegungen anschließen, war das ein weiterer Straftatbestand, Gefangenenmörderei, konnte also zusätzlich strafrechtlich geahndet werden. 14 Tage mindestens Arrest. Im Wiederholungsfall war also durchaus auch möglich, solch einen Arbeitsverweigerer in besondere Bereiche unterzubringen. Das heißt Einzelunterbringung, Haftraumarbeit, kaum Verdienst. Haftarbeit in der DDR diente nicht der Resozialisierung des Gefangenen, sondern der sozialistischen Erziehung und dem wirtschaftlichen Profit. Das war international geächtet. Auch in demokratischen Ländern gab es gesetzliche Arbeitspflicht für Häftlinge, doch ohne gravierende Zwangsmaßnahmen. Unser deutsches Strafvollzugsgesetz, das ja gilt seit langen Jahren, also seit den 70er Jahren, das enthält die Pflicht zur Arbeit. Ein Strafgefangener, der muss arbeiten. Wenn man nicht arbeitet, da gibt es Regelungen nach unserem Gesetz, dass man keinen Einkauf zugelassen bekommt, dass man Fernsehverbot hat und ähnliche Dinge mehr. Für ehemalige DDR-Häftlinge müssen solche Disziplinarmaßnahmen wie blanker Hohn klingen. Sie zwang man zur Arbeit, damit der Handel florierte. Leipzig war seit Jahrhunderten ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt und Messestadt. 1946, zur ersten Nachkriegsmesse, kamen schon wieder 500 Aussteller aus dem Westen und seitdem Jahr für Jahr mehr. 1961 riegelte Walter Ulbricht sein Land mit einer Mauer ab, doch die deutsch-deutschen Handelsbeziehungen liefen auch im Kalten Krieg weiter. Leise, unauffällig, aber effizient. Auf Westseite redete die Treuhandstelle für den Interzonenhandel bei jedem Geschäft mit.
Sie achtete auf Preise und Mengen, denn der innerdeutsche Handel war staatlich subventioniert. Es waren in etwa 6.000 Firmen, die beteiligt waren an diesem Handel. Und für diese Firmen war es zum Teil auch eine Möglichkeit, durchaus gutes Geld zu verdienen. Auf der östlichen Seite machte dieser Handel nach den offiziellen Zahlen, die die DDR veröffentlichte, etwa 30% ihres Außenhandels aus. Wenn man westliche Zahlen zugrunde legte, Schätzungen waren das natürlich immer nur, dann lag die Größenordnung sogar eher bei 50%. Auf DDR-Seite war das Ministerium für Außenhandel für den gesamten Export zuständig. Kein Betrieb durfte selbstständig mit einem ausländischen Partner ins Geschäft kommen. Denen waren sämtliche Hände gebunden. Die mussten tun und lassen, was der Außenhandel sagt. Und wenn der Außenhandel sagt, ihr müsst jetzt A machen, dann mussten sie A machen. Und wenn sie Z machen mussten, dann mussten sie Z machen. Das ging also alles über den Außenhandel. Der Außenhandel war das A und O für die Betriebe. Daher wussten auch die wenigsten in der DDR, für welche Westfirmen genau ihr Betrieb produzierte. Und auch nicht, zu welch niedrigen Preisen ihre Produkte in den Katalogen und Warenhäusern angeboten wurden. Das haben wir immer wieder gehört, dass jemand, der als Rentner gereist ist in den Westen, plötzlich erstaunt war, geht zu einem Konfektionsgeschäft oder einer großen Kette und stellt dort fest, da kenne ich also Etiketten, das ist meine Produktion. Und diesen Anzug, den ich jetzt im Westen sehe, der dort 60 Mark damals kostete, der kostet in der DDR 300 oder sogar noch mehr, obwohl es dieselbe Produktion ist. Das hat viele sehr, sehr erzürnt, weil er sich irgendwie ausgebeutet fühlte, wenn man so etwas erfährt. Thalheim im Erzgebirge. Das Kombinat Estar mit 13.000 Mitarbeitern, einer der großen Strumpfhersteller in Europa. Der jährliche Export sagenhafte 217 Millionen Paar. In der DDR war der Preis mit 14 Mark unglaublich hoch. Im Westen, von Aldi bis Kaufhof, lagen die Ester-Strumpfhosen oft für nur eine D-Mark im Regal. Ester-Rosettspitze. Zart und gefühlvoll sein, das ist das Wichtigste. Denn die Ester-Rosettspitze muss genau hier sitzen, auf der Fußsohle zwischen Ballen und Zehen. Nur so werden die Vorzüge der Rosettspitze deutlich. Nur wenige Kilometer von Thalheim entfernt, in Stolberg, die Burg Hoheneck. Zu DDR-Zeiten ein berüchtigtes Frauengefängnis. Ständig überbelegt. Mörderinnen, ehemalige KZ-Aufseherinnen, Oppositionelle und Ausreisewillige in einer Zelle. Also war schon strenge Zucht wie im Zuchthaus. Also die Lebenslänglichen, die da mitsaßen von der Nazi-Zeit, die hatten gesagt, wo es noch Zuchthaus war, da war das besser gewesen wie zu der jetzigen Zeit. Doris Steinke schmuggelte eine Nachricht über Zwangsadoption in den Westen. Dafür bekam sie 4 Jahre Haft. Als zum ersten Mal eine Fernsehkamera hier rein darf, im Dezember 1989, sind die politischen Häftlinge bereits entlassen. Wenn wir zum Frühstück runtergegangen sind, mussten wir uns ja anstellen, dann wurden wir erstmal gezählt. Und dann haben wir unseren Blechschnaps da gekriegt, Trockenbrot, ihr habt's reichlich, und so ein Tee. Na, vielleicht war da auch mal ein bisschen Marmelade dabei, aber hat man schon mächtig Hunger gehabt. Die Kamera erhielt Zutritt zu einem Gefängnis, das in Wirklichkeit eine Fabrik war. Einer näht Zwickel in die Strumpfhosen. Tag für Tag 1400 Paar im Akkord. Der Raum, eiskalt im Winter, stickig im Sommer. Tausende Strumpfhosen sortieren, 8 Stunden im Stehen. Genau die Arbeitsumstände, keine Klimaanlage, nichts. Wir müssen manchmal im Sommer arbeiten hier. Blut und Wasser. Bei 40, 50 Grad Wärme, dieser Automaten, wo ich dran stehe, der Eiswurmer. 110 bis 115 Grad Hitze und das 8 Stunden. Dann haben wir draußen eine wunderschöne Toilette, ist unser Aufenthaltsraum. Weil es hier nicht möglich war, uns einen Aufenthaltsraum. Können Sie mal zeigen? Ja, klar.
Der Arbeitsdruck für die Häftlinge war noch größer geworden, seit die politischen Gefangenen im Zuge der Wende entlassen worden waren. Viele schafften die Norm nicht. Auch in den kurzen Pausen war keine Erholung möglich. Das ist unser Aufenthaltsraum von Esther. Das ist das, was uns Esther zur Verfügung gestellt hat. Hier wird geraucht, hier wird Tee getrunken, hier sitzen andere auf der Toilette, machen die Geschäft. Nachdem ich da strafverlegt war in diese Zelle, bei dieser Bettwäsche, da wurde in 3 Schichten gearbeitet. Ne? Das hieß, dass man eigentlich in Honeck permanent müde war, weil es war nicht so, dass ein Monat Frühschicht, ein Monat Mittag, ein Monat Nachtschicht, sondern jede Woche wechselte das. Uta Franke forderte 1979 auf Flugblättern unter anderem die Freilassung von Rudolf Barrow. Sie wurde wegen staatsfeindlicher Hetze verurteilt und saß 2 Jahre in Honeck. Arbeit freiwillig oder nicht freiwillig war keine Frage. Arbeiten war Pflicht. Und wer nicht gearbeitet hat, der kam in Arrest in Honeck. Ich habe Berichte gehört, wie es da unten im Arrest aussah in Honeck. Also das wollte ich nicht. Es hätte sich von den Politischen keiner getraut, die Arbeit zu verweigern. Auf die Idee überhaupt zu kommen, zu sagen, ich gehe nicht zur Arbeit oder ich will nicht arbeiten, dann wäre ich wahrscheinlich im Bunker gekommen da unten. 8 Stunden auf der Pritsche, 16 Stunden auf der schmalen Holzbank, 14 Tage. Die Zelle knapp 4 Quadratmeter mit Toilette. Aber nachts habe ich auch viel Schreie haben wir da gehört in der Zelle. Was da nun los war, bis man hier unten nicht. Auch der VEB Planet Wäsche hatte hier eine eigene Abteilung. Die Norm pro Tag beispielsweise 900 Kopfkissenbezüge nähen. 100% war eine bestimmte geforderte Stückzahl und dafür gab es monatlich 30, 40 DDR-Mark. Und die Norm war nicht gerade gering, die man leisten musste. Und das war auch ein Grund, wo ich dachte, ob ich da 10 DDR-Mark weniger habe oder nicht, das interessierte mich da nicht. Nur mit großer Anstrengung, Tag für Tag, konnte man die Norm überhaupt erfüllen. Wir haben Sonderschichten, wir kriegen ausgezahlt 5 Mark für 8 Stunden. Das ist doch, wir werden hier abgestempelt, das ist von aller Beschreibung. Die Bezahlung regelte das Strafvollzugsgesetz der DDR. Der Gefangene bekam 18% von dem Durchschnittsverdienst des Industriezweiges, also des Arbeiters, der in diesem Betrieb oder in diesem Industriezweig arbeitete. Und diese 18% sind dann nochmal unterteilt worden in sogenannten Eigenverbrauch. Das bekam der Gefangene ab 1976 als Wertgutscheine ausgezahlt. Mit diesen Wertgutscheinen konnte derjenige in den Verkaufsstellen der Einrichtung einkaufen. Weiterhin wurden von diesen 18% abgezogen Schulden. Und wenn derjenige verheiratet war und oder Kinder hatte, musste also auch dort noch davon Geld abgeführt werden. 82% des Lohnes blieben also in der Anstalt. In Honeck saßen im Durchschnitt 800 Frauen. 1989 bekam jede von ihnen etwa 100 Mark im Monat ausbezahlt. Wie bitte? Die Umsatzzahlen, die der kaufmännische Direktor damals stolz präsentierte, klingen unglaublich. Es wurden Zeuge im ALB Planet, ca. 118 Millionen Mark Bettwäsche produziert hier. Im Jahr? Im Jahr, 118 Millionen. Und Esther ca. 1,03 Milliarden, also über 1 Milliarde Mark hier produziert an Strumpfhosen. Also hat jede Gefangene mit ihrer Schufterei 1,4 Millionen Mark Umsatz erwirtschaftet.
ob ein Unternehmer im Westen jemals an Gefängnisarbeit gedacht hatte, wenn er die preiswerten Waren aus der DDR aufkaufte? Dem Kunden zu Hause wurde meist sogar verschwiegen, dass die einzelnen Artikel aus dem Osten kamen. Es war nicht unser Konzept. Wir haben Quelleware verkauft. Und aus dem Grunde haben wir auch westdeutsche Ware oder aus Fernost besorgte Ware mit unseren Eigenmarken belegt. Dies war auch dadurch gerechtfertigt, dass wir ja ein Institut für Warenprüfung hatten, das speziell auf die Qualität der Ware geachtet hat, Tests durchgeführt hat und dann erst den Quelle-Markennamen drauf gegeben hat. Das heißt also beispielsweise bei Bettwäsche war es Webschatz oder bei Elektrogeräten waren es Privilegartikel, die Quelle Eigenmarken waren und das war unsere Konzeption. Also es gab für uns keine Veranlassung, den Ursprung der Ware dem Kunden gegenüber zu kommunizieren. Und doch sickerte das wohlgehütete Geheimnis spätestens in den 80er Jahren zu den Endverbrauchern durch. Können Sie sich vorstellen, dass in so einem renovierten Kaufhaus wie diesem Waren aus der DDR verkauft werden? Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, das ist sogar der Fall. Würden Sie die kaufen? Ja. Haben Sie Erfahrung mit Waren aus der DDR? Nein, nicht unbedingt. Würden Sie diese Waren auch kaufen, wenn sie gut wären und ausgeschildert wäre, dass sie in der DDR hergestellt wurden? Ja, doch, kann man schon. Die Regierung treibt Handel mit der DDR, kann ich mich nicht ausschließen. Bei Ihnen besteht nicht die Vorstellung, dass Waren, die aus der DDR kommen, mindere Qualität haben? Nein, im Gegenteil. Ich glaube bestimmt, die Waren, die denn hier eingeführt werden, dass die in Ordnung sind. Dass sie nur drüben eben die Sachen verkaufen, die nicht in Ordnung sind. Richtig vermutet. Denn immer mehr hochwertige Produkte gingen gegen Devisen in den Westen. Auch die berühmten Kameras aus Dresden. Pentacon. Ein fünfeckiges Prisma für Spiegelreflexkameras gab dem Betrieb den Namen und verhalf seinen Produkten zu Weltruf. Was kaum jemand wusste, bevor die Kameragehäuse bei den Frauen am Fließband landeten, gingen sie durch die Hände von Gefangenen. Im Gefängnis Cottbus war ich mit meiner Zelle eingeteilt für Arbeit beim VEB-Kombinat Pentagon. Dieter Dombrowski wollte zu seiner todkranken Mutter nach West-Berlin. Statt einer Besuchserlaubnis bekam er 4 Jahre Zuchthaus wegen feindlicher Verbindungsaufnahme und Republikflucht. Konkret haben wir dort Kameragehäuse für die Praktikakameras bearbeitet. Die wurden sind aus Aluminium und die wurden dann im Spritzgussverfahren hergestellt und die Gefangenen mussten dann sozusagen die Druckgrate oder auch die Bohrungen dort säubern. Mit dreieckigen Pfeilen, die also sehr scharfkantig waren, mussten wir an diesen Kameragehäusen dann so lang schraben. 1972 war Peter Timm FDJ-Funktionär an der Humboldt-Uni und diskutierte mit den Genossen über die Rolle der SED. Seiner Meinung nach war aus der viel beschworenen Diktatur des Proletariats längst eine Diktatur von Parteifunktionären geworden. Das brachte ihm 4 Jahre wegen staatsfeindlicher Hetze. Auch in Cottbus wurde rund um die Uhr in 3 Schichten gearbeitet. 100% Normerfüllung hieß 72 Kameragehäuse. Ungeübte schafften anfangs vielleicht 10. Entsprechend wenig Geld bekamen sie ausbezahlt. In der Nachtschicht, wenn die Gefangenen müde wurden, war die Verletzungsgefahr am größten. Wir wurden aus den Zellen dann gesammelt, mussten auf den Flur antreten und kamen in einen anderen Trakt dieses Gefängnisses. Und waren in größeren Räumen, die vielleicht so groß wie ein Klassenzimmer waren, saßen an mehreren Tischen und mussten dann eben diese Kameragehäuse entgraten. Ich erinnere, dass eine Pause dabei war und dass wir aber keine Handschuhe hatten. Also wir haben das mit bloßen Händen gemacht. Also es gab viele Schnittverletzungen, weil es ja scharfkantige Werkzeuge waren, mit denen man sich auch mal in die Hand gestochen hat. Dann gab es zwar vielleicht ein Pflaster, aber vielleicht auch nicht. Also die Hände waren in einem, von bei manchen einen furchtbaren Zustand später, aber wir haben aufpassen müssen, nicht? Also weil die Arbeitsschutzbestimmungen da nicht, glaube ich, nicht richtig eingehalten waren. Nicht nur Pentacon nutzte die Gefangenen als Billiglohnkräfte.
Auch der VEB Spreelack-Hart-Spremberg ließ in der Cottbusser Haftanstalt für sich arbeiten. Hier wurden Teile für Kühlschränke gefertigt und Metallfedern für Sofas auf Holzrahmen aufgebracht. Arbeitsverweigerung kam nicht in Frage. Naja, wir wurden natürlich gezwungen, diese Kameragehäuse da zu entgraten und für Pentacon zu arbeiten. Es gab keine Alternative. Uns wurde angedroht, wenn wir es verweigern würden, würde es hier Strafmaßnahmen geben, zusätzliche. Also man käme in einen anderen Trakt, man käme in einen Zellentrakt, Strafzellen, also Gummizellen oder sowas wurde schon, damit wurde gedroht, nicht? Das heißt, der Arrest im Keller, war das im Januar 1975, im Keller ohne Heizung, ohne Toilette, auf einem Lattenrost am Tage nur stehen, bei 3 Scheiben trocken Brot am Tag und 2 Tassen ungesüßten Tee. Ich bin da am 13. Tag ohnmächtig geworden. Und der Polizeiarzt, der einmal die Woche kam, der kam dann gerade einen Tag darauf und fragte dann Staffan Neubowski, wie geht es Ihnen? Haben Sie Beschwerden? Ich habe dann geantwortet, ich bin gestern ohnmächtig geworden. Daraufhin hat der Polizeiarzt gesagt, heute geht's ja schon wieder, hat die Tür geschlossen. Und hier nun die Bombe für den Weltmarkt. Praktika Elektronik, die einäugige Spiegelreflexkamera mit elektronisch gesteuertem Schlitzverschluss. Geräuschlos, ohne Reibung und deshalb ohne Abnutzung. Bis 1990 produzierte Pentacon über 10 Millionen Kameras, die weltweit verkauft wurden. Die Devisen flossen ins Staatssäckel der DDR. Dann im Dreischichtsystem gearbeitet hat, wie wir das tun mussten, habe ich dafür im Monat ca. 20 Mark der DDR bekommen. Und mehr war es nicht, wo der Rest geblieben ist, das weiß ich nicht. Ich habe nichts verdient. Also es gab keinen Lohn. Also ich erinnere nicht, dass ich da was erwirtschaftet hätte. Also wir wussten, dass die Praktika-Kameras ja auch weltweit ja ein bewährtes Produkt waren. Wir wussten auch, dass die auch in den Westen gehen. Das war natürlich gerade bei dem, was wir dort produziert haben, mit unseren 20 Mark Entlohnung natürlich super günstig gewesen. Aber so günstig hat nie wieder jemand produzieren können, wie es die Gefangenen dort gemacht haben. Je nach Ausführung kostete eine Praktika im Westkatalog zwischen 200 und 600 D-Mark. Über Gewinne zu sprechen, ist für Geschäftsleute tabu. Wie sehr es sich im Einzelnen lohnte, zeigt dieses Beispiel aus den 80er Jahren. Einkaufspreis für ein Hemd von unter einer D-Mark. Ein ähnliches Hemd im Katalog etwa für das Zehnfache. Schwerstarbeit. Laut und dreckig. In der chemischen Industrie, im Braunkohletagebau, in den Stahlwerken. Gerade hier war der Arbeitskräftemangel besonders groß. Daher beschäftigte sich eine Planungskommission mit der Verteilung von Gefangenen auf genau diese Arbeitsplätze. Bei dieser Planungskommission sind dann diese Ideen entworfen worden, die Strafgefangenen intensiv in der Produktion nutzbar zu machen. Man muss sich weiterhin vorstellen, dass es die verschiedensten Industriebereiche gab, die dann ihren Bedarf an Arbeitskräften anmeldeten. Und über diese zentrale Plankommission ist dann der Plan entworfen worden, wie viele Gefangene wo zum Einsatz kommen sollen. Auch die Staatssicherheit kümmerte sich um den Einsatz von Strafgefangenen in der Schwerindustrie. Mit dem gleichen Ziel, billige Arbeitskräfte zu rekrutieren. Die Zahlen änderten sich im Rhythmus von 5-Jahr-Plänen und Häftlingsfreikäufen und die Sträflinge wurden direkt am Einsatzort untergebracht. Es gibt mehrere Beispiele, wo Anstalten, zumindest Abteilungen davon, in solchen Schwerpunktbereichen direkt hingebaut worden sind. Beispiel wäre Braunkohlentagebau. Klassisch die damalige Strafvollzugseinrichtung Leipzig, die aus mehreren Abteilungen bestand. Und diese Abteilungen befanden sich immer in der Nähe von Braunkohletagebauen. Wer hier geschuftet hat, brauchte eine stabile Gesundheit, kräftiges Essen und einen guten Lohn. All das hatten die Häftlinge nicht. Arbeitsunfälle waren vorprogrammiert, ob in der Braunkohle oder im Stahlwerk. Etwa in Glaubitz bei Riesa. Ja, und dort haben wir nahtlose Stahlröhren.
hergestellt. Die Röhren kamen an, noch im heißen Zustand, auf einer Arbeitsfläche rollten die an und die mussten von außen, Enden und so weiter entgratet werden. Das heißt, mit groben Pfeilen dergleichen musste das alles abgemacht werden, dann gebunden werden und dergleichen. Es war schon eine sehr harte, es war auch eine sehr staubige Arbeit. Hugo Diederich sollte gezwungen werden, als Sparkassenleiter in die SED einzutreten. Als er sich weigerte, verlor er seinen Job und entschloss sich dann zur Flucht über Ungarn. 15 Monate Haft, Arbeit mit schweren Stahlrohren. Die wurden in großen Ballen zusammengebunden, dann für den Transport. 3 Tonnen, 5 Tonnen und dergleichen. Und da kamen kleine Schilder dran. Transportfähnchen nannte man sowas, die etwas verstärkt, fast wie Pappe sind. Da standen die Empfänger drauf. Die Empfänger waren Mannesmann und Klöckner. Ausgerechnet für eine Westfirma zu arbeiten, war für Hugo Diederich sogar eine Erleichterung. Dorthin wollte er schließlich auch, sozusagen den Röhren hinterher. Arbeitsschutz? Tja, ich weiß nicht, gab es ihn überhaupt? Die Frage muss man sich heute stellen. Ich glaube so gut wie gar nicht. Die Max-Hütte in Unterwellenborn hatte ebenfalls eine geschlossene Abteilung, in der 400 Strafgefangene an den dreckigsten und schwierigsten Arbeitsplätzen schuften mussten. Unter uns Häftlingen ging immer der Spruch, Max braucht Wasser, Max braucht Schrott und Max braucht Knochen. 1984 sollte Stefan Dumke zur Armee. Als er sich weigerte, wurde er zu einem Jahr Gefängnis und Arbeit in der Max-Hütte verurteilt. Das war der Eindruck. Lärm, Dunkelheit, Funkenregen. Und je näher man kam, umso lauter wurde das. Stefan Dumke musste glühend heiße Stahlträger, sogenannte Knüppel, im Akkord bündeln. Eines Tages riss das Transportseil. Diese Knüppel waren im metallurgischen Sinne kalt, haben aber etwa eine Temperatur von 400 Grad gehabt. Die Knüppel waren 6 Meter lang, jeder etwa 500 Kilogramm schwer. 5 dieser Knüppel sind mir entgegengekommen und haben mir ein Bein zerschlagen und mich drittgradig verbrannt. Was ich zum Beispiel gesehen habe, dass jemand ein solch großes Bündel, ich weiß nicht, ob es 3 Tonnen waren, ob es 5 Tonnen waren, wo das Bündeldraht, was ringsrum war, geplatzt war, während der Zeit, wo es angehoben wurde von dem Kran, der oben war, jemand auf den Unterkörper gefallen ist. Unterkörper, also nicht Beine, sondern ab hier ungefähr. Man hat noch kurz einen mächtigen Schrei gehört. Wir selbst durften nicht dorthin. Er wurde abtransportiert. Was aus dieser Person geworden ist, ich weiß leider nicht den Namen, das hat man natürlich nie erfahren. Westwaren aus dem Ostknast. Was ist darüber je nach außen gedrungen? Und was konnten die Westfirmen wissen, die ihre Produkte so billig wie möglich im Osten einkauften? Es ist einfach die Frage, was hat der Westen damit zu tun? Reinweg gar nichts, was diesen Arbeitseinsatz anbetraf. Sondern das ist eine reine Notmaßnahme, so würde ich das schon bezeichnen, gewesen. Ich habe das Gefühl, wir haben es im Westen nicht wahrgenommen und wahrscheinlich die Firmen auch nicht, weil sie mit dem staatlichen Außenhandelsmonopol der DDR allein zu tun hatten und sich vielleicht auch gar nicht fragten, wer arbeitet denn da? Hauptsache, die Rendite stimmt. Hauptsache, mein Produkt bekomme ich billig aus der DDR angefertigt und das hat mich interessiert. War es einfach nur Ignoranz? Beispiel IKEA. In einem anonymen Schreiben von 1984 wurde der Möbelriese angeklagt, Gefangene in der DDR auszubeuten. Kurz darauf brannte es in einer Frankfurter Filiale. IKEA reagierte sofort. So viel ich mich erinnern kann, gab es von IKEA einmal eine Anfrage, ob eventuell Möbel, die sie beziehen, in DDR-Gefängnissen produziert werden oder mit Hilfe von Haftanstalten.
Gleich nach dem Brand Krisensitzung beim Außenhandel Holz und Papier der DDR. Wie reagieren, um IKEA zu beruhigen? Bericht an die Staatssicherheit. Was wusste IKEA beispielsweise von Halle, Stendal, Naumburg, Cottbus, Waldheim? Überall dort stellten Häftlinge Metallteile her, montierten Federkerne, polsterten Sofas für IKEA. Jetzt galt es, den Auftraggeber aus Schweden zu beruhigen. Ich weiß, dass es ein Schreiben an IKEA gegeben hat, wo diese Frage beantwortet wurde. Da es von IKEA keine weiteren Nachfragen gab und auch nicht weiterhin darüber gesprochen wurde, gehe ich davon aus, dass der Brief im so beantwortet wurde, dass IKEA daraus schlussfolgern konnte, es wird nicht mit Hilfe von Gefangenen produziert. IKEA ließ sich offensichtlich besänftigen. Laut Stasi-Bericht schlug der Kombinatsdirektor vor, das Sofa Klipphahn künftig in einem anderen Betriebsteil zu produzieren. IKEA solle keine Modelle mehr aus Waldheim erhalten. Also bei uns ist da nichts angekommen. Wir haben immer weiter bis 1990 im Frühjahr Klipphahn durchgängig produziert. Bei uns ist da nie was angekommen. Auch in der Führungsetage von Quelle schrillten die Alarmglocken, als Kunden in den 80er Jahren seltsame Funde meldeten. Es ist tatsächlich passiert, dass Kunden uns Bettwäsche, die sie bei Quelle gekauft haben, Kasiber zurückgeschickt haben, die offensichtlich in einem Gefängnis der DDR, weil Bettwäsche dort offensichtlich genäht wurde, mit eingeschmuggelt worden sind. Es gab lange Diskussionen, wie der Konzern sich verhalten sollte. War Haftarbeit denn wirklich so verwerflich? Schließlich wurde ja auch in Westgefängnissen gearbeitet. Die genähte Bettwäsche wurde dann an einem bestimmten Tisch zusammengelegt und verpackt. Und wenn es ein Kassiber, wenn es möglich war, einen rauszuschmuggeln, dann könnte ich mir nur vorstellen, dass es an diesen Packtischen passiert ist. Da habe ich mal gehört, dass Mitgefangene also gesagt haben, die würden da einen Zettel reinstecken. Und vielleicht werden die dann gefunden, wird im Westen veröffentlicht. Die Schreiberinnen riskierten drastische Strafen. Quelle einen handfesten Skandal, die DDR ihre Großabnehmer. Also wurde wieder einmal abgewiegelt, Arbeit im Knast sei doch völlig normal. Die Kassiber waren eigentlich unpolitisch. Sie waren eigentlich nur ein Gruß, sage ich mal, aus dem Gefängnis an den Westen und eigentlich die Botschaft, wir nähen für euch Bettwäsche. Fortan war man in der DDR auf der Hut und verschärfte die Kontrollen. Denn eines konnte der Staat nicht riskieren, seine billigsten Arbeitskräfte stillzulegen und im florierenden Ost-West-Handel Devisen einzubüßen.